zu viele Terroristen? Ist das hier jetzt inzwischen schon ein Krieg hinter vorgehaltener Hand? Oder wie habe ich das hier jetzt noch so gottverdammt nochmal erkannt? Wahrscheinlich ist das hier ein Verband mehr. Und darum denke ich mir natürlich ja schon wieder verdammt krank hier, was sonst noch so abgeht. Ich weise darauf hin, über diese Takte, die ich selbst mal erschuf. Allerdings frage ich mich schon wieder mittlerweile, wo ist da das, was mir den Verstand lösen lässt? Ey, verpiss dich, Nazi, Drecks und Shit, finde ich nicht auf meinen Spuren. Habt ihr es nie geschnallt oder was? Ihr seid wahrscheinlich einfach nur viel zu blass, sodass ich euch schon wieder hassen müsste. Denn ich weiß, letzten Endes sind die Verluste, die ich einstecken musste, immer wieder viel zu groß gewesen. Ja, auch mittlerweile einige Stars mittlerweile schon mit dazwischen gewesen. Was geht denn in diesem Leben? Es kann doch nicht wahr sein, dass ständig irgendwelche Magier meine Leute platt machen und kalt. Ey, verdammt, ihr seid nicht so durchgeknallt und so alt, als dass ihr das noch checken könntet. Also muss ich hier revoltieren und natürlich auch in die Rente schicken und zu euch, denn ihr seid immer mehr das Zeug, das ich bringe und zwar lieber um als mich, denn ich bin nun am berichtigen von dem, was ich so finde und zwar vor. Und ja, besagter Selbstmordversuch war nichts anderes als das, was mir den Verstand losen ließ, nämlich einfach nur schon wieder so ein Suizid nie gewesen, sondern einfach nur ein versuchter Mord per Schachbrett, der Gott sei Dank schief ging. Also muss ich das in Krachen bringen, wie es ging, einfach nur schon wieder fließen, nämlich. Ihr hingegen seid mir allesamt viel zu dämlich, sodass ich euch beschämen müsste mit dem, was ich hier so einen Frustdick natürlich auch schon wieder gebe. Von dem Flow sehr dick, allerdings frage ich mich jetzt schon wieder, was geht denn hier? Aber ihr viel zu viele Verlierer seid schon wieder da, ihr verdammte Scheiß, mein Faker, Wannabeast halt, die Biester, die ich niemals loswerden kann scheinbar. Es sei denn, diese Perversen sterben dann auch irgendwann einmal. Und so denke ich mir natürlich auch kranke Reimer, natürlich auch schon wieder, ey verdammte Scheiße, Mann. Wer wollt ihr jetzt freestylen, ich oder sie? Ey, verpisst euch, ihr seid nicht Genius Hardcore, keine Genies, somit keine Genie-Streiche, sondern einfach nur die terroristische Scheiße, die ich nur mal hassen will. Und das weiß ich eben, so wie es nun einmal Tatsache ist, hier im Gegensatz schon wieder was, ach ja, nicht mal im Ansatz irgendwas Dickes, sondern einfach bloß schon der Geschickteste und zwar direkt jetzt, solange bis ihr es geblickt kriegt, was hier nun einmal kein Knicklicht bringt, ist doch gleich klar, sondern einfach nur Genius Hardcore Freestyler Number One. Und ich denke mir, das war's dann auch mal schon.